Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich zieh mich um. Und ich würde sagen, wir warpen uns schon zum nördlichsten Punkt, um weiterzugehen mit der Story. Ja, ich hab Bock mit der Story weiterzumachen. Und das kann man hier, haha. So. Habe ich eigentlich die Dinger schon mal angezündet? Ist da was passiert? Ich weiß es nicht. Naja, interessiert mich auch gerade voll nicht. Ich bin gerade ein bisschen gestresst wegen meinem Nachholen. Ihr könnt ja den Nachholpart angucken. Erstens, wie lange er ist und was ich halt die ganze Zeit mache. Und naja, es war ein bisschen nervenaufreibend. Ich glaube, das sage ich in der Zeit öfter. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft und bin nicht mehr deprimiert. Zumindest bin ich jetzt noch ein bisschen... aber naja, es geht. So. Da scheint es weiterzugehen. Davor war das, glaube ich, mit so einem Felsbrocken oder so zu. Was sagst du denn, schönes du Zura-Typ? Die Schneeberge dort hinten sind sehr gefährlich. Nicht nur das Wetter wird immer schlimmer, auch dieser Wilde kommt jetzt öfter hier runter. Daher haben wir die Wachen verstärkt. Okay. Dieser Wilde. Das ist der vielleicht, hm? Oh, Schneeberge. Eduardo. Hallo, Emo. Was machst du hier eigentlich an einem so gefährlichen Ort wie diesem? Seitdem die Höhle der Zoras eingefroren war, ist in diesen Bergen extrem kalt geworden. Außerdem habe ich von den Zoras eine seltsame Geschichte gehört. In letzter Zeit ist der Wilde, der tief in den Bergen lebt, häufig hier aufgetaucht. Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe also hier Wache gestanden und tatsächlich ist dieser Riese hier aufgetaucht. Hier, so sah er aus. Du erhältst Ashleys Zeichnung. Sie zeigt eine riesige weiße Kreatur, die einen roten Fisch geschultert hat. Lege sie auf bla bla bla. Scheint, als hätte er auf der Höhle einen knallroten Fisch, aus der Höhle einen knallroten Fisch gestohlen. Ich würde ihn zu gern verfolgen, aber in diesem Schneegestöber finde ich den Weg nicht. Du willst bestimmt auch in die Berge. Aber wenn du kein Mittel hast, hier durchzukommen, solltest du das besser lassen. Darf ich dich töten? Was hat die denn für ein... Achso. Oh nein. Wenn dich ohne bla 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 bla. Kann ich mich hier... Oh. Hinter deinem Rücken, hinter... Oh, was sagt sie denn zu mir? Gar nichts. Ja, super. Interessiert sie nicht. Na schön, dann auf zu Hyrule-Stadt. Mal gucken. Wie es weitergeht. Du, du, du. Kriege ich vielleicht nochmal Post? Ach ja, wir können die neue Bombensorte holen. Aber erst, wenn wir eine Bombe verschwendet haben, ein bisschen. Das heißt, ich würde eigentlich sogar ein bisschen verschwenderisch umgehen. Hui, hui. Hui. Ach, man kann nur zwei legen. Dann ist hier doch der perfekte Platz. Oder ist da ein Boden? Ah ja, hier ist ein Boden. Schade. Dann vielleicht hier. Lol. Okay. Na, vergiss es. Ich vergesse es. Und man kann sie reinwerfen. Cool.
Bombenbrief. So. Na, bin ich immer noch berühmt? Ja. Oh, der Hund kommt an. Der ist auch ein Fan von uns. Der Hund ist ein Fan von uns. Der Hund ist ein Fan von uns. Hier. Nimm. Hol. Hol das Stöckchen. Frag mich, von wem der Knochen ist. Aber okay. So, ich müsste mich auch mal drum kümmern, dass ich die 20 Geisterseelen voll habe, damit ich noch eine Flasche bekomme. Und ja. Ja, sonst fehlt uns, glaube ich, nur noch ein Köcher, den wir erst später holen können, und die größte Rubinenbörse. Die kriegen wir nur mit 24, also allen Goldinsekten. So. Warte. Bringt das was? Keine Reaktion. Lol. Okay. Wie geht's eigentlich der kleinen Ilia? Ach ja. Du laberst doch immer dasselbe, was? Milink sich freut. So. Okay, das bringt nichts. Muss ich es vielleicht doch wem anders zeigen? Nein. Oh, Eduardo, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hä, wieso? Achso, hast du in dieser Wüstenburg was gefunden? Du musst nämlich wissen, früher habe ich an dem Hof von Hyrule gearbeitet und blablabla. Oh, war an der Erziehung von der Prinzessin verantwortlich. Von dem verfluchten Spiegel, der sich in der Wüstenburg befindet, habe ich in jeden Tagen gehört. Okay. Nein. Okay, wo muss ich hin? Ashley ist gerade unterwegs, ja. Ja, was bringt mir die Kackzeichnung denn? Das bringt nichts. Wohin soll ich sie bringen? Vielleicht doch zu Thelma. Ich habe sie nicht anvisiert, oder? Keine Reaktion. Rote Fische. Ach so. Oh. Aber wofür habe ich denn die Zeichnung? Wartet, ich muss mal gucken. Wieder zum Sora-Dingens. Sora-Höhle. Ich bin so durcheinander. Obwohl ich das Spiel eigentlich kennen sollte. So traurig, dass ich so doof bin. So, Moment. Vielleicht muss ich den hier rumzeigen oder so, dass ich... Obwohl. Wofür habe ich die Zeichnung? Mensch. Ach egal, vielleicht kommt das noch raus. Bestimmt. Als ob man eine Zeichnung hätte ohne Grund. Und hey! Oh, es ist dunkel und da ist eine Geisterseele. Die muss ich mir holen. Nee, das ist immer noch ein Insekt. Ja, ein Insekt. Und da ist ein roter Fisch gewesen. Schnell, das Insekt. Es fliegt sonst weg. Insekt, Libelle, komm her. Nehmen wir das. Oh, ja, komm. Ja, Libelle männlich gefangen. Oh, da ist ein Geist. Schnell, schnell, schnell. Komm her. Wach auf. Nein. Nein. Ah, scheiße. Aber egal. Und lecker. So. Ich musste mir kurz aufschreiben, dass ich die beiden gefangen habe, sozusagen. Ich gucke mich mal um, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Geist ist, aber ich glaube... Sieht nicht so aus. Doch, da. Da ist einer. Aber das schaffe ich nicht mehr zeitlich. Ich merke es mir trotzdem. Also es wird ja gerade wieder hell. So, und wir brauchen jetzt am besten das hier.
Da sind rote Fischis. So. Rote Fischi, 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 Fischi. Stimmt, das klappt so nicht. Zu wem musste ich gehen? Muss ich das echt hier den Leuten zeigen? Hier, meine nasse Zeichnung. Oh, geht nicht. Schade. Und dann halt der Wache vielleicht, vielleicht weiß sie irgendwas. Bruder, du bist so andersfarbig, ein bisschen. Der Fisch, den dieser Wilde gefangen hat. Prinz Ralis ist sehr geschickt darin, diese Fische zu fangen. Oder Prinz, wie es ihm wohl geht. Okay. Hinweis genug. So. Zack. Wenn man sich blöd anstellt, dauert auch diese Zwischenphase so lang. So, kann ich mich hier im Gebüsch verwandeln, vielleicht. Schade. Aber hier. Nicht. Wie wär's mit hier? Immer noch nicht. Wo sind die? Mann. Gehen wir halt aus der Map. Auch okay. So, hier kann uns niemand sehen. Und wir müssen nach Kakarikos Tier. So. Wir waren schon lange nicht mehr hier, oder? Oh, hallo Epona. Zum Menschen werden. Und wir können hier gleich die Bombe wegspringen. So, zack. Und zack. Ha. Lol. Okay. Mehr wollte ich gar nicht. Wieso nicht gleich so? So, jetzt schnell zu... zu... Bombenhändler. Die besondere neue Bombe kaufen. Dann haben wir wenigstens schon mal alle drei Sorten. Das ist halt das Praktische an den Bombentaschen. Normalerweise war es ja mal so, dass man nur eine hat und dann vergrößert. Aber hier hat man mehrere Bombenarten. Genau. Ach, du bist es. Mein Bombenrepertoire ist endlich vollständig. Los, kauf dir die Kacke. 6 Rubine, ein Stück. Komm, wir wollen 10 und so. Na, 30 Rubine für 10. Für 5. Nee, okay, lassen wir es. So. Gut. Jetzt haben wir alle Bombenarten. Und wir werden auf jeden Fall am meisten die benutzen, also... So. Cool. Okay, jetzt können wir zum Prinzen. Zu Prinz Ralis, der irgendwo hier war. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ist das hier das Häuschen? Theoretisch war er hier. Aber eigentlich würde ich dazu tendieren... Okay, vielleicht doch nicht. Oh, hallo? Ach, du bist es, Eduardo. Der Priester hat gesagt, dass Ilya ihr Gedächtnis vielleicht wiedererlangen kann. Und der Zora-Junge ist auch erwacht. Erwacht. Aber sie sind beide noch sehr schwach. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Hier bestimmt nicht, oder? Ah. Mano. Ach schön, hier ist eine Lücke. Und was sagst du? Eduardo, der kleine Zora ist erwacht, aber jeden Tag geht er zu den Gräbern hinter dem Heiligtum und betet von morgens bis abends. Oh. Achso, dann ist er wohl auf dem Friedhof. Cool. Oh,
Okay, dann auf zum Friedhof, auf zum Friedhof. Wetten, ich hätte mit ihr reden können und hätte sie gleich gesagt, es geht dem kleinen Zora zwar wieder gut, aber er wirkt irgendwie deprimiert. Er macht keinerlei Anstalten, sich mit uns anzufreunden, rennt immer nur zum Friedhof. Ja, okay. War klar. Du stehst hier so mitten im Weg. Du bist die Erste, mit der man reden soll. Habe ich ja nicht getan. So. Habe ich dieses... Oh, sorry. Das war kein Gänner, ich bin nicht müde, nein. Habe ich das Insekt schon? Ja, ne? Ameise männlich. Hatte ich doch schon, ne? Hatte ich den schon? Nö, ne, hatte ich nicht. Lol, okay. Habe ich ihn jetzt. So, Krabbel, Krabbel, Krabbel. Warte mal. Ups. Nein, ich will das Masterschwert. Wieso sollte ich das andere Schwert benutzen? Ja, genau. Im Süden von Hyrule-Stadt? Achso, ja, die... Ah, ja. Ein komplett... Blabla. Ach, die Schnecke, die habe ich gesucht. Ja, okay. Okay. So. Hui. Hey, das Grab habe ich schon ausgeraubt. Da ist nichts mehr. Oh, voller Checker. Du bist Eduardo, nicht wahr? Meine dahingeschiedene Mutter ist mir im Traum erschienen und zeigte mir deine Gestalt. Sie sagte, dass ein Held namens Eduardo die Zoras und auch mich selbst gerettet hat. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, schöne grüne Augen. Wenn ich dir irgendwie nützlich sein kann, lass es mich wissen. Jederzeit, bitte. Ja, hier. Ist es nicht dieser Wilde aus den Schneebergen? Aber sieh dir doch mal den roten Fisch an. Das ist ganz sicher eine Dunstforelle. Ein seltener Fisch, den es nur in der Höhle der Zora gibt. Sie bevorzugt eine bestimmte wertvolle Koralle. Ohne diese gelingt es auch uns kaum, diesen Fisch zu fangen. Sieh mal, Eduardo, der Ohrring ist aus einer solchen Koralle angefertigt. Ich schenke sie dir. Oh. Er hat mir seinen Ohrring gegeben. Weißt du, ich habe ihn von meiner Mutter bekommen. Aber nimm ihn nur, ich brauche ihn nicht mehr. Lol, wenn sie dann geschwommen sind, haben die Fische dann die Ohren angeknabbert, weil da so eine kacke Koralle drin ist. Durch dich begreife ich endlich, was meine Mutter sich wünschte. Und was ich selbst jetzt auch zu tun habe. Ich werde in unsere Höhle zurückkehren. Dunstforellen findest du an den Doppelfelsen in der Nähe des Bassins unter dem Wasserfall in meiner Heimat. Diese Fische sind rot. Du wirst sie leicht erkennen. Haben wir ja schon gesehen. Nur ich war zu voreilig, denn man braucht eine besondere Koralle. Okay. Und da ist eine schöne Bombendings. Bombendings, eine Bombendings. Ich meine natürlich da. Und wenn wir sie aufsprengen, rate mal, wo wir dann hinkommen. So. Woo! Zeitlupenwurf. Nein, nein. Ja, okay, jetzt schon, weil du... Oh, schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr. Doch, schade. Na, notfalls hätte ich halt meine Rüstung geändert. Das kann man ja sozusagen immer. So. Wo kommen wir denn da raus? Hyliasee. Echt jetzt? Oh Gott. Immer am Hyliasee. Am Hyliasee ist alles. Okay. Okay. Aber wir müssen zum Zora-Dingens. Schon wieder. Langsam nervt es immer, von da oben runter zu springen.
Ich muss noch mal gucken. Ameise männlich. Okay. Aber den haben wir im anderen Spiel auch nicht. Also Marienkäfer. Alles männlich. Alles männlich. So. Und die Schnecke natürlich, aber die Schnecke können wir später holen. So. Wir springen natürlich als Mensch runter. Deswegen verwandeln wir uns oben, weil sonst ist es natürlich... Nein! Geht das im Wasser? Nee. Scheiße! Scheiße! Okay. Da sind die roten Fische, da sind die roten... Da ist der Doppelfelsen, den er gemeint hat. So. Angel mit Ohrring. Naja. Oh, hä? Der ist doch... Ach, egal. Ich verstehe dieses Angeln manchmal nicht. Yeah. Boah. Achso, ich dachte, das wäre ein Riesenfisch. Das war aber nur ein Kakzora. Dunstforelle, ein sehr seltener Fisch, den du nur in der Höhle des Zoos findest. Ihr stinkt. Aber dann können wir doch... Ach so ist das. Geruch der Geister vergessen. Okay, haben den Geruch. Vor allem, man checkt eigentlich gar nicht, was der Plan ist. Man denkt, hä, man muss jetzt einen Kackfisch fangen, wozu? Aber nur für den Geruch. Dieses komische Mädchen macht zwar so einen Hinweis darauf, dass man sich nicht unbedingt auf die Augen verlassen muss, beziehungsweise halt eine besondere Art und Weise zum Verfolgen braucht. Aber wer kommt denn darauf, dass man dem Geruch folgen muss? Als Wolf. Okay. Zack. Zack, zack. Wir können weitergehen. Yeah. Hier sind die süßesten Gegner der Welt. Wolfies, Eiswolfies. Ja. Yeah. So, hier lohnt es sich aber echt nicht, auf irgendwas Seehaftes zu achten, denn man sieht kaum was, nur weiß. Wie jetzt? Er ist hier hochgesprungen. Nein, okay, man sieht hier echt wenig. Aber dann Geist. Da ist ein Geist. Ist es etwa Nacht? Komisch. Ich glaube, da drin ist ein Herzteil. So. Geisterseele gefunden. Man sieht hier trotzdem nichts. Doch da. Ich glaube, hier geht's hoch. Nicht. Okay, Moment. Okay. Ach so. Ja, das muss man erstmal sehen. Ah! Oh. Okay. So. Zack und zack. Zack und zack. So, ist hier irgendwo noch ein Geist zu sehen, von weitem schon mal? Nee. Aber da. Nee, da sind Eisfledermäuse. Okay. Ach, hier ist der Schneesturm nicht mehr so stark. Okay. So, hier irgendwas.
Geistermäßiges. Nein, Fledermaus. Okay. Ach, es ist wohl wieder Tag geworden, deswegen war es so dunkel. Ich weiß es nicht. Oh. Ah, es fliegt was. Okay. Das ist fies. Man muss einmal gegenrammen, damit. Leute, die Fledermaus war doch vergraben. Hier ist bestimmt auch ein Geist. Keine Ahnung, egal. Ich habe gerade voll das fiese Kratzen im Hals gehabt. Richtig fies. So, wir heulen natürlich eine Runde. Voll den falschen Ton zum Schluss, aber egal. So. An die Melodie kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Liegt vielleicht daran, dass die anderen schon teilweise von anderen Spielen übernommen wurden. Na, wo tauchst du auf? Ha? Wo tauchst du auf? Oho! Wo ist es? Achso. Wieder bei uns zu Hause? Nee, hä, wo ist denn das? Ach, das ist auf dem Friedhof in Kakariko. Ach so. Trottel. Wolfies! 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 Oh, da ist der durchgegangen. Ach so, vielleicht ist das eine Höhle unter dem Schneeberg vergraben, weil eigentlich war da ein Durchgang. Schüttel dich ab. Hier ist auf jeden Fall ein Geist drin, das weiß ich. Oder zumindest normalerweise. Hier ist ein Geist drin. Vielleicht nur im Dunkeln. Das weiß ich nicht. Aber es ist in der Höhle. Ich weiß es nicht. Da hätte man sich randingsen können mit... einem Greifer. Boah, wie fies. Einfach mal eingefroren. Ja, ist klar. Ja, ist klar. So. Greifer. Haken. Ja, war klar, dass da so ein Viech kommt. Ach, dann kann ich mich gleich hier oben drin hängen. So. Oh. Voll die Abdrücke. Ganz viele Fledermäuse. Ja. Oh, poor Ding, ja. Die leuchten voll weiß. Warum auch immer. Gut, dass er mich das nicht machen gelassen hat. Oh nein, jetzt hab ich... Oh. Alter, diese Kackfledermäuse. Wieso laggt es so zu viele Gegner? Ach, lol. Ja.
Boss lebt. Mist, jetzt habe ich den anderen auch wieder nicht erwischt. Kommt doch alle zusammen. Los. Nein. Hui. Ja, geil. Ich glaube, mit einem Wolf ist es einfach. Egal. Oh, es ist nicht mehr so neblig. Oh. Da ist ein Fisch und ein Riese. Oh, Herzen. Boah, ist das ein riesenroter Fisch. Der ist ja echt mega riesig. Oh, dachte ich mir doch, so ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen. Passiert ja selten, dass sich so einer in dieser Gegend verirrt. Was willst du denn eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind, oder? Ja, genau. Ja, die Jugend von heute. Ist dir klar, dass du hier erfrieren könntest? Suchst du irgendwas? Sei ehrlich. Ja, genau. Ich suche den Spiegel. Was? Du bist extra hierher gekommen, um diesen Spiegel zu suchen? Ja, das hättest du doch gleich sagen können. Gut geklettert, Respekt und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Vielleicht war das ja das, was du suchst. Okay. Also dann, du kannst ja mit zu mir kommen und die Scherbe anschauen. Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Du kannst ja mit uns essen. Mein Haus ist... Mit uns? Wer ist denn noch da? Mein Haus ist da ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mir nach. Yeah. Juhu. Okay. Bam. Später kann man mit ihm Rennen machen. Das ist spaßig. Aber bestimmt nur für ein Herzteil oder so. Aufsteigen. Aber das ist mega cool. Mega cool. Yeah. Ich glaube, bis auf ein Herzteil gibt es ja auch nichts zu holen. Also halt das Rennen machen. Und ja. Also auf der Strecke kann man hier überhaupt zu Fuß lang? Bestimmt, aber habe ich nie gemacht. Hui. Und hui. Oh, bam. Swoop. Einfach eine neue Eisschorle. Hey! Boah. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts kaufen. So. Gebüsch. Husch. Voll der Stachel. Es wird wieder dunkel, ja. Das ist gut. Denn ich muss noch eine Geisterseele holen. Ach stimmt, man kann das Schwert benutzen. Ha, hab ich vergessen. Ich bin... Oh Gott. Ich bin froh, dass wir das nicht gegen ihn spielen müssen. Muss nicht sein. Hier gibt es auch voll die Abkürzung und so. Boah, voll die Mega-Villa. Hui. Lol. Ich will hier aussteigen. Na gut. Dann erst ab da. Und das fieseste, der fieseste Geist im ganz auf der ganzen Welt ist hier. Ich glaube, ich habe jahrelang den letzten Geist nicht gefunden. Ich hatte immer 59. Und das nur, weil hier so einer ist, auf den man einfach nicht kommt. Der ist fies. Den habe ich danach geguckt und das war auch so ein offensichtlicher, der fehlte. Und nicht so einer, ja, ich habe echt in jedem Dungeon nochmal nachgeguckt. Da war einfach keiner, der noch übrig war. Ich habe alle geholt. Und nur dieser Kackgeist hat gefehlt. Voll fies. Naja. So. Ein Herz, bitte. Geld. Ein Herz, bitte. Geld. Oh. Ein 20er. Ist auch nicht schlecht, aber Geld, bitte.
Geld bitte, ein Herz bitte. Ah, danke. Okay, wo kann ich runterspringen, ohne dass ich sterbe? Da. Oh. Okay. So. So, dann ist der Part eigentlich auch schon vorbei. Ich wollte nämlich nur bis hierher kommen, sozusagen. Hier ist es. Was ist denn mit dem los? Für einen Schneemenschen wohnt er ja in einem richtigen Palast. Naja, er ist groß, das Haus ist groß. Ist irgendwie logisch, oder? Irgendwie. Okay, gehen wir mal rein und gucken, was abgeht. Oh, da ist ein Geist. Den holen wir jetzt auch noch. Bergruine. Okay. Kalt hier. Brrr. Hallo Geist, komm her. Komm her. Komm her. Oh. Oh, oh. Oh. Und zack. Yeah. 20 Geisterseelen, juhu. Dann können wir auch hier rein. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Und hier ist es schön kuschelig warm. Wer bist du? Oh, verzeih mir, ich fühle mich nicht so gut. Kannst du etwas näher kommen? Oh, was für ein süßer kleiner Gast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden. Er ist wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich heim. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir ihn aufbewahren, verschlossen. Warte einen Moment. Ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Du hältst die Karte. Yeah. Und das ist so eine Besonderheit. Wir sind halt bei jemandem zu Hause und kriegen einfach Aufträge. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihnen das Zimmer mit dieser Markierung gelegt. Also, da. Okay. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Darum müssen wir lang. Okay. Gut, dann war's das jetzt, Leute. Wir haben 20 Geistersehen, das ist cool. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr Bock habt. Das wird auf jeden Fall cool, weil das mal auch was anderes ist. Das ist einfach ein Zuhause von denen. Und die haben süße Füßchen. Okay, von der Seite nicht, aber bla bla bla. Aber von der. Naja. So, ich wärme mich noch ein bisschen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss!